Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. So, jetzt bin ich schon mal beim Startpunkt der nächsten Mission angekommen. Jagd auf Fetch. Los geht's. Ach so. Gehen Sie zum Olives Schild und suchen Sie nach Fetch. Hey Mister, unterschreiben Sie uns. Nope. Nicht viel weg hier. Er wird uns alle umbringen. Bam. Das ist immer noch ein freies Land, Delzin. Oh, Reg. Ich wusste nicht, dass du dran bist. Habe ich die Null gewählt? Die Menschen dürfen ihre Meinung äußern, und zwar ungestraft. Das war Selbstverteidigung, Mann. Die hatten Schilder und Flugblätter. Weißt du, ja, echt mal, weißt du, wie so ein Papierschnitt wehtun kann? Wenn du am Neonschild des Restaurants wartest, okay? Sie wird sich dort bestimmt wieder aufladen, und du würdest dich nicht durch dumme Straßenprügeleien verraten. Die haben doch angefangen. Tu's einfach. Nee. Na gut. So. Okay, ich brauche ein Versteck. Verstecken. Okay, das ist gut. Überwachung auf Penner-Art. Oder Solid Snake-Art. Je nachdem, wie gut die Qualität von dem schönen Pappkarton ist. Oh Mann. So lange da zu warten. Ach, warum habe ich denn Dylan keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Nein! Sehr schön. Eine Berührung scheint auszureichen. Genauso wie bei Hank am Anfang. Wow. Ah, nicht schon wieder. Genau wie letztes Mal, Delzin. Konzentrier dich. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Oh, nein, 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 nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Nice. Lass mich einfach in Ruhe. Drücken Sie Kreis mit Lichtgeschwindigkeit. Naja. Sehr viele Physiker wären jetzt ziemlich peinlich berührt, wenn so etwas Lichtgeschwindigkeit genannt wird, aber... Naja, wenn man in Videospielen tatsächlich reale Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Wie abgefahren ist das denn? Ich fürchte, dann würde ich die ganze Zeit nur gegen die Wand laufen oder, naja, keine Ahnung. Ich wäre in einer Millisekunde durch die gesamte Stadt durch. Wenn nicht sogar schon auf der anderen Seite des Planeten. Alter, okay. Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt hier, Delzin? Upsa, ach. Jetzt musste ich mich gerade an der Nase kratzen. Schlechtes Timing. Oh yes, eine Fähigkeit, mit der ich Wände hochlaufen kann. Genau darauf habe ich eben gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Nur mit den Rauchkräften, die ganzen Missionen und die Explosionsscherben zu machen... Ist ein kleines bisschen zu anstrengend. Das habe ich im Gute-Karma-Durchlauf schmerzhaft erfahren. Ah, pardon, kurzer Nieser. Weiter. Zu schnell. Ah. Ja, Fetch entkommt, ich weiß. Ich gebe mir doch Mühe hier. Kommt. Verdammte Axt. So, schön irgendwie abkürzen. Ich muss beenden, was ich Perfekt. Angefangen habe. Das war doch jetzt schon mal eine sehr gute Abkürzung. Das Problem ist, dass dieser Unendlichkeits... Ne, nicht dieser Unendlichkeits... Dieser Lichtgeschwindigkeits-Sprint... Wow. Leider nicht unendlich lange geht. So, kleine Laser-Tussi. Ah! Gott im Himmel. Wow! Nein. Das war nicht ganz so gut überlegt, meine Dame. Ma! Ey, Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich! Du wirst mich nicht zurückbringen! Lass mich einfach in Ruhe!
Shit. Mist. Entziehen Sie den Neonschildern Energie, um Fetch zu schwächen. Ja. Die gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Die schlechte Nachricht, ich bin nach. Yep. Dann werden wir uns mal unserer. Dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. Yikes. Verdammt nochmal. Hilfe. Nein. Oh Gott, ey. Okay. Jetzt aber raus damit. Schnell, schnell, schnell. Ich will dich auch nicht zwingen, zurückzugehen. Sehe ich aus wie ein DOP-Typ? Nein! Nix da. Ich lass mich nicht durchbrutzeln. Vergiss es. Jetzt nicht mehr. Das war klasse. Doch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustine. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Ach, die redet wirres Zeug. Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften. Es wird langsam schon ziemlich dunkel. Eins noch. Come on. Wie kann sie da durchballern? Naja, sie ist quasi eine Scharfschützin mit ihren Fähigkeiten. Von daher. Das, wie kann ich mir eigentlich sparen? Komm schon. Yes! Geschafft. Ich weiß, dass sie da sind. Überrascht mich. Oh, das mache ich jetzt öfter. So, wo ist die Gute? Zur Hölle steckst du! Schlau, die Kleine. Ja, klar. Mit den Kräften hatte sie auch etwas länger Übung als du. Verdammt. Versteckt sie sich jetzt da hinten, oder was? Ich höre dich atmen! Soll ich jetzt der Stimme... Ach, nicht der Stimme, der Spur folgen? Nein! Sag mal... Alter! Jetzt komm, hoch mit dir da. Ach, sie ist nicht hier oben? Na, großartig. Ach Gott, ey. Ich gehe nicht wieder zurück. Klar. Ich stagger sie nicht durch meine Schüsse, sie mich aber schon. Aber naja, da kann man ja wieder das Übungsargument aufbringen, dass sie deutlich länger mit diesen Kräften rumlief als ich. Lass mich einfach in Ruhe! No can do. Wie sie mich auch immer erst dann anballert, wenn ich in dem Sichtfeld bin. Oder beziehungsweise wenn sie in meinem Sichtfeld ist, komischerweise.
Als ob sie darauf wartet, bis sie mir den Sniper-Schuss geben kann, sobald ich sie erst sehe. Um den maximalen Film-Coolness-Grad rauszuholen. Ich gehe nicht wieder zurück! Wir haben sie gleich. Ah, ah, haben wir sie? So. Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde, und sie taten es trotzdem. Ich was für Scheißeltern. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Oh Gott, Brent. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder. Niemand sonst. Derzin. Derzin. Alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut. Du warst gut. Komm schon. Steh auf. Steh auf. Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein, 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 nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachtsinn. Sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Erlösen Sie Fetch, verleiten Sie Fetch. Bringen Sie ihr Selbstbeherrschung bei, indem Sie mit ihr zusammenarbeiten und Seattles illegalen Drogenhandel zerschlagen, oder... Machen Sie einen gewissenlosen Killer aus ihr und lassen Sie sie auf die Anti-Conduit-Aktivisten los. Ja, böses Karma, meine Lieben. Wenn es um Conduits geht, dann entscheide ich. Nicht du, nicht wir, ich. Ach wirklich? Unser ungestümer, cooler Typ hier will also endlich Verantwortung übernehmen. Und wofür, hä? Eine Bioterroristin und Mörderin? Ich mag dich, Reg. Zwing mich nicht, dir deine hübsche Nase zu brechen. Puh. Gut. Wenn sie morgen einen Vater ermordet oder eine Mutter übermorgen, bist du derjenige, der das zugelassen hat. Der beruhigt sich. Ja. Reden wir. Ja.
Puh, Jagd auf Fetch. 3 Upgrades verfügbar. Gucken wir uns das eben an. Ah ja, Neon haben wir jetzt bekommen. Unsere neuen Neon-Fähigkeiten. Neon. Gucken wir erst einmal, was wir jetzt mit den paar Scherben anstellen können. Nicht allzu viel. Upgrades für Neon sind allerdings auch erstmal gesperrt. Mist. Pass auf, Reg. Sorry, ich... Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit dir reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Oh, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist das. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt. Dem Stamm und... Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Hey, suchen Sie nach Kernrelais. Die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können Sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzapfen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Überlassen? Und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Könntest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an dreckigen Dealern für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Leck mich. Okay, eins von diesen Dingern ist an der Ecke 2. und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Okay. So, mit dieser Sprintfähigkeit sind wir jetzt auf jeden Fall in der Lage, uns etwas schneller durch die Stadt zu bewegen. Selbst an Gebäudewänden können wir uns jetzt schlichtweg hochhangeln, hochlaufen können wir da eigentlich schon. Was deutlich schneller geht als mit der Rauchfähigkeit, wo wir eigentlich auf einen bestimmten Punkt, nämlich einen Lüftungsschacht, angewiesen sind, um schnell nach oben zu kommen. Jetzt ist es mit der Neonkraft im Prinzip vollkommen egal. Mit der Neonkraft können wir an jeder Gebäudeseite. Schon gut. Ich stehe nicht hoch. So auf Conduit-Peilsender. Ja, gleich wirst du staunen. Mach das allein, Dean. Na gut. Was haben wir Schönes? Ah ja. Hey, habt ihr ein Mädchen gesehen? Ziemlich klein, lila Haare. Zoomen Sie heran und schießen Sie auf blaue Ziele, um gutes Karma zu halten, oder auf rote Ziele, um böses Karma zu halten. Ja, jetzt kommen hier die Headshots. Hey, ich hab Versteht Schiffe gehört. Sich. Ich sag doch, die Dinger können dich orten. Nein, ich glaube, das war nur eine Patrouille. Ich hab noch so ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihnen einfach. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet gerade, denn erstmal möchte ich die hier erledigen. 8 auf einmal, Alter. Ah, und ich kriege die... Moment, kurz das Spiel pausieren. Ich habe jetzt gerade die Trophäe Redefreiheit freigeschaltet, was wohl bedeutet, dass ich bereits 10 von diesen Aktivisten niedergerungen habe. Nice. Hey, viele haben mir das Leben versaut. Schon klar, ich weiß. Aber solltest du nicht eher wütend auf deine Eltern sein? Auf Leute wie sie, für die Conduits nur Freaks sind? Sie haben dich doch in die Arme der Dealer getrieben. Meinst du Leute wie diese verdammten Lifeline-Aktivisten? Genau. Die schreien doch nach deinem Kopf. Outen dich, geben dich zum Abschuss frei. Die müssen zum Schweigen gebracht werden. Du weißt, ich erledige nur Dealer. Ich rette die Menschen vor den Drogen. Aber auch Idioten dürfen ihre Meinung äußern. Steht so in der Verfassung. Wo ist jetzt nochmal diese Neon-Markierung? Ich habe gerade bei der Brücke eine gesehen, aber davon ausgehend nichts mehr. Moment, ich gehe mal lieber die Gebäudewand hier hoch. Von da aus sehe ich bestimmt mehr. Aha!
Das ist doch schon mal besser. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Smokey. Geiler Spitzname. Bam. Der Präzisionsschuss ist schon mal sehr nice. Jawohl. Und ich kriege... Ah. Die Staseblase. Bei dir alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Hier, fang. Ich sehe jemanden. Du kommst klar. Suche noch eins von diesen Dingern. Alter! Hoho. Mit einem Laserschwert erledigt und exekutiert. Holy shit. Moment. Jetzt brauche ich erst einmal neue Neonenergie. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt's? Ja, aber solange es so gut läuft, sollten wir uns um die echten Arschlöcher kümmern. Hast du es immer noch mit den Aktivisten? Ich sag ja nur, denen das Maul zu stopfen, wäre doch das ultimative High. Ja, ja, schon okay. Besorg dir einfach noch ein paar Krämpfe. Vor allen Dingen ist mir jetzt erst beim Sprechen klar geworden, Neon-Energie. Ja, habe ich jetzt erst gecheckt. Klar, der Energiekonzern Neon. War das Absicht von dem Spiel? Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein purer Zufall. Die können ja kaum von Neon gewusst haben. Wobei vielleicht doch, und sie dachten sich, hey, Neon-Energie ist doch mal ein etwas witziger Ansatz. Hat auf jeden Fall was, jetzt wo ich es nach dem Beenden des guten Karma-Durchgangs erst gecheckt habe. Unfassbar, dass ich da jetzt erst drauf gekommen bin. Ah, da. Da oben sehe ich doch wieder was. Ah, ja, ja, ja. Wo ist das schöne Kernrelais hier? Ich will es haben. Da hinten sehe ich die Fett schon mal. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteshop. Gerne. Sehr, sehr gerne. Und wir bekommen... Das sieht aus wie der R1-Angriff, oder? Du zuerst. Und bam. Und bam. Wunderbar. Jetzt könnte ich Rauch rausziehen, aber nein, danke. So. Ah. Das bietet sich natürlich auch schön an. Lecker, genau. Schade, dass ich diese Laserzeichen, die Fetch gemacht hat, nicht noch essen kann oder absorbieren kann. Dass ich nicht davon noch einmal so ein bisschen Neon-Energie rausziehen kann. Ja, ich muss mich an den originalen Quellen bedienen. An den reinen Quellen sozusagen. Apropos, ich sehe da hinten jetzt wieder was. Muss ich dort lang? Scheint so. Ah ja. Hier kann ich auch nochmal gutes Karma holen. Bam. Verdächtigen Käfig zerstört. Perfekt. Wo lang? Da hinten ist eine Markierung.
Eine schön auffällige. Sieh an, sieh an, Fetch. Du erweiterst offenbar deinen Horizont. Sind da jemandem die Drogendealer ausgegangen? Diese Lifeline-Idioten gingen mir auf den Sack. Alter. Aber ich hab keinen umgebracht. Nur eine Laserbehandlung verpasst. Ja, klar, aber es hat dir gefallen. Gib's zu. Ich geb zu, die Aktivisten fertig zu machen, war schon ein Kick. Vielleicht können wir das nach deiner Kräftejagd nochmal tun. Ich dachte jetzt echt, von denen sind nur noch ein paar Blutflecke übrig geblieben. Kann ich ihr trauen, wenn sie sagt, sie hat keinen umgebracht? Na, ich glaub sie einfach. Ich mag die Fetch. Egal ob im guten oder schlechten Durchgang. Joa. Wohin jetzt? Wo könnte es jetzt lang gehen? Das Ding da hinten sehe ich ja, aber wie geht's von dort aus bitte schön weiter? Bin ich jetzt blind? Das kann doch nicht sein. Au. Au. Hoppala. Alles klar. Okay. Das war doch der Ort, wo sie die Aktivisten fertig gemacht hat. Oder... Nee, da kommt doch jetzt gerade... Ah! Alles klar. Surprise, Motherfuckers! Huhuhu, der hat gesessen. So, was kriegen wir jetzt? Müsste die letzte Fähigkeit sein. Oh yes. Oh yes. Das sieht gut aus. Na dann. Viel Spaß mit meiner neuen Karma-Fähigkeit. Bam! Perfekt. Was immer das war, ich habe es hierhin gehört. Ja, wenn du dir das Ganze irgendwann mal aus der Nähe ansehen willst. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, was ich sagte. Über diese verdammten Lifeliner. Ach ja? Ja, die machen mir doch jetzt das Leben schwer. Vielleicht wird es Zeit für eine Abreibung. Hey, wenn es soweit ist, wäre ich gern mit dabei. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Sehr nützlich. Sehr schön. Es werde Licht. Ah, hat nicht ganz gereicht, um die nächste Karma-Stufe zu erreichen. Schade, schade. So, jetzt haben wir... Oh, hat doch gereicht. Hohohoho. Oh ja, sie wurden zum Bioterrorist befördert. Sie sind dem Ziel, ein Schurke zu werden, einen Schritt näher gekommen. Sehr gut, böses Karma-Level Stufe 3 erreicht. Fuck yeah. Sehr schön. Wie schaut's mit der Zeit aus? Ah, wir haben es eigentlich. Aber bevor ich den Part beende, weil ich jetzt gerade so schön hier in der Nähe bin, mache ich diese Schablonenkunst. Knallergeschmack. Schauen wir mal. Okay, könnte ein Eis sein. Ein Eis am Stiel. Ist das ein Pistolengriff als Stiel? Das sieht ganz danach aus, Alter. Du bist ein verdammt begabter Typ. Okay, das ist echt sehr krass. Ein Eis am Stiel mit einer Knarre anstatt einem Stiel. Oh Gott. Heftiger Gedanke. Okay, alles klar. Super, Leute. Damit hätten wir das auch fürs Erste geschafft. Oh, da hinten sehe ich wieder irgendeine kleine böse Tat, die ich durchführen kann. Wahrscheinlich wieder ein Schildträger. Einen ganz normalen. Hey, was geht? Fuck you. Oh, Alter. Desintegriert wieder. Das ist auch das Krasse. Wenn man die Gegner wirklich mit guten Karma erledigt, dann bleibt von ihrem Körper nichts mehr übrig. Ein kleines Aschehäufchen. Mehr nicht. Schon eine heftige Art. Tja.
So ist es nun mal, wenn man ein Bösewicht ist. Man verwischt seine Spuren perfekt. So, super Leute. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen hat. Habt ihr es bei einigen meiner Videos getan, ist es euch vielleicht ja schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, obwohl, Moment, ein paar Fähigkeiten verteile ich hier noch. Schnelles Entziehen mit Neon. Der Neonstrahl, dass der weniger Energie macht, dass der weniger Energie braucht. Photonensprung. Endlose Geschwindigkeit. Halten Sie kreisgedrückt für einen ununterbrochenen Lichtgeschwindigkeitlauf. Sehr gut. Tja, müssen wir aber noch drauf warten. Gut, dann, Leute, werde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Part noch einige Aktivitäten auf der Map machen. Ein paar Explosionsscherben sammeln, ein paar DOP-Basen platt machen. All die Sachen, die ich in meinem Gute-Karma-Durchgang bereits gezeigt habe, aber ich denke nicht, dass ich sie ein zweites Mal jetzt in diesem Durchgang nochmal aufnehmen muss. Da ist es mir eher wichtig, dass die Leute eventuell noch einmal die komplette Story und die kompletten Dialoge in böser Variante mitbekommen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch hier die ganzen Schablonenkünste übrig lassen, damit man die auch noch einmal sieht, wie die sich sehen, welche anderen Bilder dadurch entstehen. Und ansonsten, ja, ich denke mal, den Rest, den kann ich ruhig offscreen nach und nach machen. Alles klar, Leute. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!